Auf unserer Zeitreise durch ausgewählte Epochen der Kunst sind wir nun am Ziel innerhalb der klassischen Malerei im Landesmuseum Hannover angelangt. Nach der Romanik bzw. Gotik mit ihren eher realitätsfremden bzw. wenig realitätsnahen Abbildern zur Übermittlung religiöser Botschaften an die überwiegend noch nicht lesefähigen Gläubigen, der Renaissance mit dem erstmaligen Einsatz von Ölfarben und der Einführung von Perspektiven und Proportionen und dem Barock mit seinen reichhaltigen, satten Farben und oftmals üppigen Figuren haben wir nun mit der Stilrichtung Rokoko das Ziel erreicht. Wir befinden uns in der Zeit um 1720 bis 1780. Unser fünfter und letzter Stopp in dieser Kunstepoche. Merkmale des Rokoko sind ein spielerischer Malstil und ein spielerischer Umgang mit Pastellfarben mit geschwungenen Linien. Häufig werden unbeschwerte, oftmals auch erotische Themen mit großer Leichtigkeit, Zärtlichkeit und Zierlichkeit dargestellt. Der Rokoko ist die Spätphase des Barock und unterscheidet sich von dem durch eine größere Leichtigkeit, noch durch eine veränderte Farbigkeit. Die Farben wirken, wie hier bei diesem Bildnis eines Herrn von 1785, das ein Italiener, Alessandro Longhi, gemalt hat, pastos und leuchtend. Die Malerei wird flüchtiger, im letzten Endes, wenn man Frankreich betrachtet, schon im Hinblick dann auf die flüchtige Manier des Impressionismus. Licht- und Schattenspiel, Atmosphäre spielt eine Rolle und eine gewisse Leichtigkeit des Lebens, die zum Tragen kommt, also weniger staatstragend im wahrsten Sinne des Wortes. So sieht man hier bei diesem adligen Herrn doch, dass er sich nicht im offiziellen Staatsornat hier bewegt, sondern sich in seiner Freizeit in einer Parklandschaft aufhält, die im Hintergrund nur vage angedeutet ist, so wie man das von den Franzosen kennt, Fragonard beispielsweise, Watteau oder Boucher. Seine Weste zeigt auch noch seine Gemütsverfassung, wenn man so will, hier mit einzelnen Blüten, die darauf zu sehen sind. Und seinen Umhang, seinen pelzverbrämten Umhang, den hat er auch noch ganz leicht und leger auf die Ellenbogen niedergelassen. Und ganz ähnlich tritt auch seine Frau auf. Die Dame ist ja ebenfalls im leichten Dreiviertelprofil wiedergegeben, hat den Mantel ganz entsprechend auch, natürlich mit dem nötigen Ausdruck des Eigentums und der Herkunft dieser Dame aus höfischen Kreisen, ganz locker und leger heruntergelassen. Und das Diesige des Hintergrunds setzt sich fort, so wie es typisch ist für die Landschaftsdarstellung des Rokoko, das auch verschiedene unterschiedliche Maltypen und Bildgattungen hervorgebracht hat, wie zum Beispiel die Vedute, und sich ableitet letzten Endes von derartigen Ohrmuschelstilen, die ja hier auch zu sehen sind, genau wie das Barockzeitalter ja sich aus der Unregelmäßigkeit einer Perle ableitet. Die gesamte Zeitreise können Sie sich auf H1 YouTube und dort Playlists jederzeit ansehen.